Das ist mein schlimmster Albtraum. Rails. Ein Thema, das mich schon viel zu lang beschäftigt. Voll da hinten bei dem Hax hängen geblieben. Bist du der Alter. Was für ein Chiller, Alter. Das ist der schlimmste Tag 2023. Grüß euch Gott zu einer neuen Folge von Improve Yourself. Warum ich heute meinen weißen Skianzug mal daheim lassen hab, das erkläre ich euch gleich. Let's go! Okay, heute ist der erste Tag, wo ich einfach probiere, einige Rails zu fahren, und deshalb sind wir in der Starplatte unterwegs und deshalb habe ich auch mein schwarzes Outfit mit, weil das weiße Gewand ist ein bisschen short, weil wenn sie da zerlegt auf einer Rail, da sind da brutale schwarze Flecken drin und deshalb genau das schwarze Outfit. Es kommen später dann noch ein paar Leute, was mich hoffentlich da über die eine oder andere Rail drüber ziehen können. Und ja, sind wir gespannt. Ich würde sagen, schauen wir uns mal die ganzen Rails an, was wir da so haben, und ich sage gleich mal ein bisschen dazu, wie ich mich dabei fühle oder was ich mir dabei denke. Okay, die erste, die blaue, die sehe ich mir schon mal aus. Generell die blauen Tubes sind einmal kein Problem sein. Aber gleich neben der blauen ist das Teil, und das ist sowas, das ist geisteskrank, wenn ich die halt habe. Überhaupt, weil ich halt voll der Anfänger bin und erst einmal die Basic Rail Technik lernen sollte, bevor ich jede Rail ausprobiere. Aber ich glaube, das ist halt heute der beste Weg, um besser zu werden. Okay, da ist auch wieder blaue Rail, und jetzt war ich vorher schon so gescheit, aber die ist schon wieder gar nicht so ohne, weil die so hoch oben ist. Und das, was da vorne kommt, das sind die Sachen, also da weiß ich nicht, ob es mich heute komplett aufpackt, wenn ich das Zeug probiere. Ja, das ist schon giftig, Alter. Scheiße, das ist mein schlimmster Albtraum, ich sag's euch. Umso mehr Rails ich mir angeschaut habe, desto nervöser bin ich geworden. Obwohl es bei allen anderen so easy ausgeschaut hat. Ja. Scheiße, ist das smooth. Genau so sieht das ausschauen bei mir. Also da sind extrem viele Rails am Start. Ich glaube, damit wir uns den merken, muss ich dir einen Namen geben. Das ist einfach die fette Angelika, sagen wir mal. An euch Angelikas da draußen, bitte fühlt euch da nicht angesprochen, weil der Name ist mir einfach auf die Schnelle mal eingefallen. Und das sollte eigentlich nur ein Witz sein. Das sollte drin sein, das sollte ich schaffen. So. Ich hoffe, dass die anderen bald kommen, und ich hoffe, dass ich nicht allein über die ganzen Rails muss, weil das ist auch die Hölle heute. Bist du deppert. Jetzt starten wir dann eine in die ersten Runs. Ein bisschen warm-upen vielleicht vorher mit den einfachen Rails, mit den blauen werde ich mal anfangen und schauen, dass ich einfach mal ein bisschen warm werde. Jo, auf geht's da. Wo ich in die erste Runde gestartet bin, habe ich gleich mal zufälligerweise eine neue Bekanntschaft gemacht mit jemandem, der schon um einiges erfahrener ist im Slidegame als wie ich. Bist du gut in Rails? Na, schau jetzt nicht zu von mir. Im Warm-up, wo die Lage dann ein bisschen ernster geworden ist, habe ich mich gefragt, warum ich mir das Ganze überhaupt antue. Ich bin so an ziemlich jeder Rail vorbeigefahren und habe mir einfach nur gedacht, wie soll ich da jemals heute drüber fahren. Nur bei dem Gedanken, eine von deiner Slides auszuprobieren, ist mein Puls schon richtig angestiegen. Ich habe mich aber trotzdem gleich dann dafür entschieden, eine neue Rail auszuprobieren, weil mir gedacht habe, die schaffe ich easy. Jawohl! Naja, das hat mir jetzt nicht unbedingt mehr Selbstvertrauen gegeben für die roten Metallrails. Also mit dem vorderen Landen, sagst du? Ja, vom Gefühl her, dass du wirklich so springst, dass. Ja. Nachdem ich mir vom Quirin ein paar Tipps geholt habe und wir dann im Park auch noch einen Alex und einen Clemi getroffen haben, habe ich mich schon um einiges wohler gefühlt. Sie haben mich ermutigt und haben mir dabei geholfen, meine Barriere zu bezwingen. Da bleibe ich wieder hängen, Alter. Fickst du dann auf die blaue und dann echt die Schmue, oder was? Ja, auf die Rail. Ja, probier's. Und nach ein, zwei ungefilmten Runs habe ich den einen Run gehabt, wo ich mich einfach überwindet habe. Manchmal muss da einfach jemand einen Arschtritt geben.
Ja! Ja, Mann, aber du bist entstanden. Das ist der schlimmste Tag 2023. Der Clemi wollte mich dann gleich noch für die Uprail motivieren, aber ich glaube, der war ein bisschen zu motiviert. Ich hab die dann aber doch noch weggelassen, weil ich mit meiner miesen Technik einfach nicht mit hoher Geschwindigkeit auf eine Rail zufahren will. Nice. Fucking hell, was für ein Ride. Danke Clemi fürs Filmen. Alrighty, dadurch, dass es ein bisschen schwierig ist, weil jeder so seine Lines ein wenig fahren will und ich jetzt nicht unbedingt einen Filmer dabei habe, stelle mir die Cam jetzt einfach selber für Rail auf und probiere die einzelnen Rails einfach zu machen. Okay, wir starten mal mit der ersten. Das ist einmal die Beginner-Starter-Rail. Mal schauen. Damit ich jetzt mehr Sicherheit kriege, muss ich einfach öfter drüber und vor allem einmal allein drüber. Das macht nämlich auch einen großen Unterschied. Okay, die haben wir mal gemacht, die hat schon gut funktioniert. Dadurch, dass ich vorher schon ein paar Runs gehabt habe, war die schon ganz geil. Weiter geht's zur nächsten. Das ist schon ein bisschen mehr Sketch, dass ein größerer Kicker auffahrt. Ich stelle euch einmal da an dem Spot an. Ich hoffe, man sieht das halbwegs gut. Und jetzt muss ich leider gerade ein bisschen aufgedrätteln. Dauert eine Zeit, bin gleich wieder da. Okay, die Boarden waren jetzt schon ziemlich solide. Jetzt geht's weiter zu einer richtig gestörten. Let's go! Bist du deppert, Alter? Vielleicht gehe ich gleich auf nur einen Versuch. Ich gehe ziemlich wahrscheinlich gleich auf nur einen Versuch. Wir haben erst 3 Rails von 8 oder so oder 9, glaube ich. Let's go. Versuch Nummer 2. So, Jungs und Mädels, zweiter Versuch war irre. Bin perfekt umgestanden. Richtig geiles Gefühl. Sau nice. Diese hier. Aber die probieren wir jetzt auch durch. Mal schauen. Krank, wieder klassischer Rücklag. Machen wir gleich nochmal die Runde. War extrem sketchy, das hasse ich immer, wenn ich so Rücklag kriege und so. Oh, es ist so beängstigend. Heute geht es wirklich nur darum, die Angst loszuwerden ein bisschen. Aber ich bin schon mehr wie stolz auf mich, auf das, was ich heute alles gefahren bin bis jetzt. Weiter geht's im Versuch 2. Let's go! Okay, wir sind bei der nächsten angelangt. Darf jetzt nicht das Riesenproblem sein. Alrighty, mit der bin ich ziemlich zufrieden gewesen gerade. Switch aus auch noch, let's go. Geiler 270. Jetzt geht's weiter zu meinem schlimmsten Albtraum, beziehungsweise ist die gar nicht so easy, die fette Angelika. Die ist so rutschig, das glaubst du. Let's go, fette Angelika, ich kenn. Eh schon kranker Progress, bist du deppert. Voll gut, das ist sau stabil jetzt.
Ich habe jetzt eigentlich relativ viel geschafft heute und habe mir zwar vorgenommen, halt jede Rail einmal zumindest zu probieren, aber ich glaube, ich halte mir das Ganze noch auf, weil mein Kopf, meine Mentalität, die ist schon ein bisschen durch, muss ich sagen. Ich habe mich schon heute einige Male aus der Komfortzone gepusht und jetzt schauen wir uns das nochmal von ein bisschen einem besseren Skifahrer an, vom Querin. Erst wenn man irgendwo gut wird, fängt es an, richtig Spaß zu machen. Und das ist bei allem so. Es heißt ja nicht umsonst, aller Anfang ist schwer. Der Lernprozess wird oft als die uncoolste und anstrengendste Zeit empfunden, aber das sehe ich nicht so. Gerade wenn man anfängt, ist jede Kleinigkeit ein Riesenerfolg und man hat viel schneller eine richtige Freude. Das nenne ich mal einen soliden Run. Ja, für den Querin kein solider Run. Für mich eine Traumvorstellung derzeit noch. Am Ende der Saison ist so ein Run ein Ziel. Okay, ich habe einen Fahrrad gekriegt, das gilt es jetzt noch zu machen gleich mal. Und somit ist dann für mich auch noch in den letzten Run des Tages eingegangen, wo man einen richtig guten Unterschied zum Anfang erkennen konnte. Ich habe mich viel leichter tun, mich zu überwinden und die Slides waren auch irre stabil. Bis auf die letzte, da habe ich wieder einige Probleme gehabt, aber im Großen und Ganzen bin ich mega happy mit dem heutigen Step nach vorn, auch wenn ich mein Ziel, alle Rails zu probieren, nicht wirklich erreicht habe. Jawohl, ohne Crash. Danke dir. Wenn über das denke, wie heute angefangen kann, aber jetzt. Und danke nochmal für die Hilfe an Querin, Alex und Clemi. War richtig geiles Tagel, Boys. Alright, Jungs und Mädels, das war's einmal vom ersten Tag auf die Rails. Das Wetter ist jetzt auch ziemlich schlecht und ich bin echt ziemlich durch. Ich möchte es gar nicht übertreiben mit so einem ersten Tag. Also ich bin ziemlich happy mit meiner Progression für heute. Ist echt gut gegangen, ich habe mir nicht weh, ich kann heimfahren, ich kann dann wieder trainieren. Das was ein richtig wichtiger Punkt ist. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wenn dem so ist, dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Schreibt drunter, wie es euch taugt hat oder nicht. Abonniert meinen Channel und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Habe die Ehre und bis bald.